Wir haben diese einmalige Chance, das Doppelcover live zu erleben. Wir haben erst Mirko Borsche und dann denjenigen, der die Inhalte macht. Also quasi eigentlich umgekehrt zu dem, wie es im Alltag funktioniert. Quasi ein Double Feature in falscher Reihenfolge. Ich fand es unglaublich spannend, dass wir uns mit etwas beschäftigen, was so erstmal so scheinbar völlig überflüssig ist. Also so ein Supplement, so ein Ding, was es nicht braucht, aber hilft. Und was die Zeit unglaublich stark ausmacht und andere auch, also auch die Süddeutsche Zeitung mit ihrem SZ-Magazin einmal die Woche. Und in dem Vorgespräch, was ich mit dem Christoph geführt habe vor einigen Wochen in Berlin, ging es natürlich darum, dass das wahrhaftig nicht alles ist, sondern dass so ein Ding sich weiterentwickelt. Dass es plötzlich Ausklinker, Ausgründungen gibt und Ähnliches. Und darüber wird er ein bisschen was erzählen. Aber Christoph wird auch was darüber erzählen, was mich in den letzten Wochen ganz besonders fasziniert hat. Und ich lese euch jetzt einen ganz kleinen Anfang davon vor, aus einem 17 Uhr Newsletter. Was für ein Tag. Dieselärger, Brexit-Ärger, da wollen wir heute lieber Timo Boll feiern. Den kleinen, großen Mann des deutschen Tischtennis, dem ein Wunder gelungen ist. Mit fast 37 Jahren ist er jetzt wieder auf Platz 1 der Weltrangliste und damit der älteste Erstplatzierte in der Geschichte seines Sports. Also der Roger Federer des Tischtennis. Gestern las ich bereits, dass der 40-jährige Gianluigi Buffon noch einmal ins Tor der italienischen Nationalmannschaft zurückkehrt. Und während man im Sport mit Ende 30, Anfang 40 zu den Ältesten gehört, gilt man in der deutschen Politik mit so einem Alter immer noch als Nachwuchshoffnung. Macht Jens Spahn eigentlich Sport? Außer Fitnessbesuche? Christoph, bitte erzähl uns ein bisschen was darüber. Danke. Danke. Ah, wo ist der Klicker? Ist der hier? Ist das der Klicker hier? Okay. Also herzlich willkommen von meiner Seite. Ich weiß, es ist schon spät am Abend. Ich verspreche keine große Show, sondern nur ein paar Geschichten zu erzählen. Versucht den Klicker hier. Ah, genau. Also was wir so machen im Zeitmagazin, hat Mirko ja eigentlich schon viel besser erklärt, als dass ich es jemals selber erklären könnte. Das ist das Cover von dieser Woche. Wir haben uns den besten Fernsehserien der Welt gewidmet und haben deshalb natürlich auch wieder mal das Cover neu gestaltet. Wir haben nicht geraucht, während wir diesen Entwurf hatten. Es ist übrigens interessant, ich habe also für mich auch die Geschichten von Mirko zu hören, wie er aus seiner Sicht die Zusammenarbeit, die wir jetzt seit 10 Jahren haben, verfolgt. Wir sitzen ja tatsächlich in Berlin, wo, wie man ja weiß, nicht immer alles so richtig fertig wird. Deshalb haben wir auch mal einen Titel gestaltet über den Flughafen, der nicht fertig geworden ist. Es ist interessant deshalb für mich auch das zu hören, weil Mirko, glaube ich, die Fantasie hat, dass wir diesen grauen Kasten da stehen haben, den gibt es gar nicht. Das ist einfach mein Telefon. Aber offenbar, wir haben es ihm seit 10 Jahren nicht verraten, also nicht weitererzählen, bitte. Das Doppelcover ist, ehrlich gesagt, entstanden aus einer Präsentation, die wir hatten, als wir das Zeitmagazin vor etwas über 10 Jahren neu auf den Markt gebracht haben. Und wir hatten für eine Präsentation, die wir vor unserem Verleger machen mussten, relativ schnell den Auftrag, so 10 Titelgeschichten zu präsentieren, die wir natürlich in der Vorbereitung auf diese Präsentation gar nicht hatten, sondern wir mussten uns 10 Themen ausdenken. Und es gab einen, also aus Fotos, die wir uns dann angeschaut haben, haben wir dann irgendwie gedacht, na, was könnte das für eine Geschichte sein? Und eine Fotoserie, die wir sahen, war ein Mann, der einen Luftballon in der Hand hat und der Luftballon zerplatzt. Und dann hatte ich die Idee, man könnte vielleicht, also es ist vor 10 Jahren gewesen, 10,5 Jahren, man könnte vielleicht eine Geschichte machen über die Frage, wann platzt die Blase im Kunstmarkt. Und daraus haben wir dann ein Doppelcover gemacht. Und wir hatten in der Präsentation 9 ganz normale Cover und eines dieser Doppelcover.
Und in der Präsentation war es so, dass alle vor diesem Doppelcover stehen blieben. Das ist ein Doppelcover, das Terence Simon mal für uns gestaltet hat. Und alle gesagt haben, dieses Doppelcover ist toll, aber das schafft man nicht jede Woche. Und das ist eigentlich immer, finde ich, bei Arbeit an Magazinen das Beste, wenn jemand sagt, es geht nicht. Weil dann weckt man eigentlich die Motivation zu überlegen, dass es vielleicht doch gehen könnte. Und das ist zum Beispiel ein Titel auch für ein Designheft. Haben wir Guten Morgen gesagt, da ging es um das Badezimmer. Und wir haben dann angefangen, das Zeitmagazin, also jede Woche mit dem Doppelcover zu gestalten. Das Catellano Ferrari, das wir für uns gemacht haben, die sich natürlich mit der deutschen Mode beschäftigt haben, wie man am Haarschmuck dieser Frau sieht. Und aus diesem Zeitmagazin, das wir jede Woche zusammen machen, also Mirko, besonders in dieser einen Stunde, die, glaube ich, für ihn wirklich ein großer Stress ist, und ich bewundere das immer, weil wir ihn wirklich mit Themen hintereinander befeuern und er wirklich eine Idee nach der anderen raussagt. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich weiß auch nicht, was er danach macht, ob er danach irgendwie boxen geht oder so, aber ich bin wirklich bewundere das, wie er das schafft. Hier hatten wir ein Exklusivinterview mit Bruce Springsteen, da hatte dann Mirko die Idee, man muss ihn einmal von früher zeigen und dann von heute. Und aus dieser wöchentlichen Arbeit heraus haben wir immer wieder natürlich neue Ideen entwickelt. Und eine dieser Ideen, ist ein Doppelcover, das wir vor den französischen Wahlen gemacht haben, Christoph Niemann hat es gezeichnet für uns, das haben Sie vorhin schon mal gesehen hier gerade, Jürgen Teller und Anna Evers in Tokio. Hier hatten wir ein Literaturheft, das Florian Illies für uns gestaltet hat. Und Florian Illies ist ja nicht nur Bestseller-Autor, sondern auch ein Kunstsammler. Und er sammelt seit 20 Jahren Bilder von Künstlern, die Wolken darstellen. Und so haben wir ein Heft gemacht mit Schriftstellern, die sich mit dem Thema Wolken beschäftigt haben und mit Fotografen. Hier haben wir Kraftwerk besucht. Wir waren hinter den Kulissen in Detroit, in der Stadt, in der Techno erfunden wurde, von Fans von Kraftwerk. Das waren dann die Fans bei dem Konzert. Hier, und das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie man aus einer nicht vorhandenen Optik eine Idee entwickeln kann. Hier hatten wir im vergangenen Jahr die Idee, etwas zu machen über die neue Schweigespirale in Deutschland. Wir hatten die Flüchtlingswelle, die schon so ein bisschen abflaute scheinbar, aber in der Öffentlichkeit zwar nicht mehr diskutiert wurde, aber natürlich immer noch unter den Familien und Freunden und Verwandten. Und wir haben Reporter losgeschickt in ganz Deutschland, um herauszufinden, wie eigentlich wirklich geredet wird, also unterhalb der medialen und politischen Öffentlichkeit. Und Mirko hatte dann die Idee, wie kann man das eigentlich darstellen, weil man kann eigentlich ja zwei Menschen, die nicht miteinander reden, es ist nicht so ganz einfach, die darzustellen, dass man es gerne anschaut, hatte dann die Idee, die beiden Löwen aus dem Logo des Zeitmagazins und der Zeit zu nehmen. Auf dem ersten Cover fragt der eine Löwe den anderen, willst du reden? Und auf dem zweiten sagt er, ja, aber nicht mit dir. Das war also eine humorvolle Idee zu einem sehr ernsten Thema. Das ist eines meiner Lieblingscover aus dem letzten Jahr. Eine Rundreise durch Ostdeutschland unmittelbar vor der Wahl, genau in der Zeit, als es losging mit den Protesten in Ostdeutschland gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Und hier haben wir Hildegard Weiß, 87, aus Berlin besucht, aber eben nicht nur sie, sondern auch viele andere in Ostdeutschland. Eine Seelenlandschaft, die wir dort auf 28 Seiten, weil wir so begeistert waren von den Fotos und von den Texten, veröffentlicht haben. Ein Doppelcover, das Leanne Shepton, die Künstlerin aus New York, für uns gestaltet hat. Und Mirko hat es vorhin schon kurz erwähnt und es ist für mich auch interessant, nochmal zu hören von ihm, wie er sich an die Geschichte erinnert. Wir hatten tatsächlich vor ein paar Jahren, hatte ich ein Mittagessen mit Brigitte Lacombe, der französischen Fotografin, die für uns seit Jahren auch fotografiert. Und wir waren in Berlin während der Berlinale zusammen essen. Sie hat damals Martin Scorsese begleitet, der einen neuen Film über die, ich glaube, es war sein Dokumentarfilm über die Rolling Stones, präsentiert hat. Und wir waren Mittagessen und Brigitte, also wir reden auf Englisch, weil mein Französisch nicht so gut ist und so. Und dann sagte Brigitte zu mir, yeah, I really like the way you design, the way you present the stories, the photography. I wish I could read it. Und in dem Moment habe ich gedacht, da ist vielleicht was dran. Und bin zurück in die Redaktion und daraus haben wir ein zweimal im Jahr erscheinendes internationales Zeitmagazin entwickelt. Und tatsächlich ist das eingetreten, was auch Mirko vorhin schon erwähnt hat. Als wir einen Launch hatten in Mailand, kam eine italienische Frau auf mich zu, die aus Mailand, die eben bei dieser Präsentation dabei war und danach zu mir sagte, Christoph,
For years I've been looking at this house called Zeit, and now it's the first time you gave me the key to enter the house. Und tatsächlich haben wir dann aus diesem einmaligen Experiment ein zweimal im Jahr erscheinendes Heft gemacht, das wir mittlerweile weltweit vertreiben. Und eigentlich aus dieser zufälligen Begegnung mit Brigitte Lacombe bei diesem Mittagessen ist etwas Merkwürdiges entstanden, was wir eigentlich gar nicht geplant hatten. Was wir plötzlich gemerkt haben, war, das Magazin, das Supplement, das jede Woche in der Zeit liegt, führt plötzlich ein Eigenleben unabhängig von der Zeitung. Obwohl es jede Woche noch natürlich in der Zeit erscheint, auch als integraler Bestandteil, gibt es plötzlich am Kiosk. Englischsprachige Ausgabe, die zweimal im Januar erscheint, aber trotzdem. Und da ist ein Prozess bei uns in der Redaktion losgegangen, dass wir gesagt haben, wir leben ja heute eigentlich in einer Medienwelt, in der eine Marke wie das Zeitmagazin im Grunde genommen auf allen Kanälen und auf allen Ebenen stattfinden kann, wenn man sich was einfallen lässt, was funktioniert. Zweimal im Jahr, also das Zeitmagazin auf Englisch. Das ist jetzt übrigens eine Premiere, was ich jetzt gleich zeige. Das ist die Ausgabe aus dem letzten Jahr. Und das ist jetzt das Heft, das erst in 4 Wochen erscheint. Das ist das erste Mal, dass wir dieses neue Cover zeigen, mit Christy Turlington auf unserem Titel. Und die Marathon Woman, die wir im Zeitmagazin international auch präsentieren. Das ist ein Interview mit David Byrne, dem Gründer der Talking Heads, das wir vor kurzem geführt haben, mein Kollege Christoph Dallach in Berlin, hier fotografiert von Oliver Helbig. Der hat ihn rausgezogen aus dem Hotel und ist mit ihm dann durch Kreuzberg gelaufen. Also die englischsprachige Ausgabe des Zeitmagazins. Und natürlich haben wir kurz darauf auch überlegt, wir brauchen eigentlich einen anderen Auftritt auch online, haben die Webseite neu designt, haben eine eigene Webseite innerhalb von Zeit online designt und haben aber eigentlich da erst angefangen nachzudenken, wie wir die Marke weiterentwickeln können. Und haben dann überlegt, naja, es gibt eigentlich in Deutschland natürlich unglaublich viele Männermagazine, aber gibt es eigentlich ein Männermagazin, das jemand, der das Zeitmagazin liest, auch lesen würde? Und haben dann eigentlich nach langem Recherchen auch an den Kiosken gemerkt, das gibt es eigentlich nicht. Und hatten die verrückte Idee, lass uns das doch mal versuchen, so wie wir das mit dem internationalen Zeitmagazin gemacht haben, das auch mit Zeitmagazin Mann zu machen. Und haben dann einen Kiosktitel entwickelt, der zweimal im Jahr erscheint. Robert De Niro, Christoph Waltz, Thomas Tuchel. Und die nächste Ausgabe erscheint in der nächsten Woche übrigens. Das ist das Cover der exklusive Geschichte Ethan Hawke, der über sich selber sagt, ich fühle mich wie ein junger, alter Mann. Und diese Idee, dass man diese Marke immer weiterentwickeln kann, das ist Ethan Hawke aus der Produktion, haben wir übrigens ein Münchner Held, dem wir in der Ausgabe von Zeitmagazin Mann ab nächster Woche ein besonderes Denkmal setzen. Günter Matter, einer der großen Grafiker und Illustratoren, der eine unveröffentlichte Strecke bei uns veröffentlicht von seinen vielen Reisen. Henry Maske, unser ostdeutscher Kollege Martin Machowitz, hat gesagt, der war für uns ostdeutsche Jungs damals so ein Held. Ich würde den gerne wieder besuchen. Und aus dieser Idee, dass man eine Marke wie das Zeitmagazin eigentlich immer weiterentwickeln kann, ist auch etwas entstanden, was wir jetzt schon seit 3 Jahren machen, nämlich ein Stadtmagazin. Eigentlich etwas, wo man ja heute sagen würde, nach Stadtmagazin, also das ist eher so eine 80er und 90er Jahre Geschichte. Es gibt natürlich das Online, es gibt natürlich so Webseiten wie Mitvergnügen, die das mit großem Erfolg machen, aber Print, wie kann das eigentlich funktionieren? Und wir haben das ausprobiert in Hamburg, also in der Stadt, in der die Zeit ja auch sitzt, haben zweimal im Jahr ein lokales Magazin gemacht, das in der Woche dann in der Zeit liegt, parallel zum normalen Zeitmagazin. Und es ist so gut angekommen, dass wir das jetzt auch seit 2,5 Jahren zweimal im Jahr machen. Und als es in Hamburg gut funktioniert hatte, war natürlich die Frage, wo können wir es als nächstes ausprobieren. Deswegen ist ein Cover von Toni Gahn, das mir sehr gut gefällt, aus dem letzten Jahr. Auch eine Hamburger Model, hier der Soul von Hamburg. Und der nächste Schritt war natürlich klar, dass wir versuchen würden, in der Höhle des Löwen ein kleines Lokalmagazin zu machen. Man sieht jetzt, wenn man auf das Logo genau schaut, dass wir natürlich auch mit dem Logo uns der Stadt genähert haben. Und für Mirko und mich war es natürlich ein besonderes Vergnügen, ein Heft zu machen aus München. Hier mit dem Nachbarn Jerome Boateng, der auch ein sehr gutes Magazin da liest, das hier in München gemacht wird, am Kiosk. Und Uschi Glas und auch eine andere Münchner Legende, natürlich der Dackel, dem wir auch ein Denkmal gesetzt haben. Und das ist der nächste Schritt, den wir jetzt in diesem Jahr machen.
Zeitmagazin Frankfurt, unsere dritte Lokalausgabe, die Ende Mai zum ersten Mal erscheinen wird, natürlich in den Frankfurter Farben. Ja, das ist etwas, was Boris vorhin schon so erwähnt hat. Für mich war das ein ganz schrecklicher Moment übrigens, als er diesen Text gerade vorgelesen hat, weil das ist der Newsletter, den wir jeden Tag produzieren. Das ist sozusagen etwas, was eigentlich aus einer Schnapsidee auch entstanden ist, also so ungefähr so wie dieses Mittagessen mit Brigitte Lacombe, weil wir mal zusammen saßen mit 3, 4 Leuten in der Redaktion und überlegt haben, Newsletter, plötzlich lesen alle wieder Newsletter. Man hat eigentlich ja gedacht vor ein paar Jahren, die E-Mail ist eigentlich schon zum Aussterben, vom Aussterben bedroht, aber plötzlich mochten alle wieder oder mögen viele Leute wieder Newsletter zu lesen. Und unsere grundsätzliche Überlegung war eigentlich, können wir da überhaupt irgendwas machen, weil man erwartet vom Zeitmagazin jetzt bestimmt nicht, dass man jeden Morgen die aktuelle Lage aus Brüssel erklärt bekommt. Also das ist wahrscheinlich nicht die Kernkompetenz vom Zeitmagazin. Aber dann sagte jemand aus unserer Runde, naja, aber vielleicht die netten Seiten des Tages, also so wenn der Tag, der Arbeitstag vorbei ist, vielleicht so am späten Nachmittag so mal erzählen, was für eine neue Serie auf Netflix läuft. Und dann haben wir angefangen, verschiedene Dummies zu produzieren. Am Anfang war auch der Absender die Redaktion und da haben wir gemerkt, das ist nicht so persönlich, wenn man eine E-Mail bekommt, möchte man die eigentlich von einem Menschen bekommen. Und das war in einer Runde, die wir dann hatten zusammen, schauten mich dann von den 5 Leuten, die da saßen, also inklusive mir, 4 Leute an, genau, es muss von einem Menschen kommen, nämlich von dir. Da habe ich dann erstmal geschluckt, weil ich gedacht habe, wie soll ich das eigentlich hinbekommen, neben dem, was ich sonst so mache. Aber wir haben ein System gefunden, ich habe eine Co-Autorin, Ricarda Messner, deren Magazine, wie ich gesehen habe, auch schon draußen liegen. Die macht normalerweise in ihrem Hauptberuf das Magazin Flaneur. Und Ricarda und Matthias Kalle, der stellvertretende Chefredakteur des Zeitmagazins und ich, haben seitdem ein Parallelleben jeden Tag, weil wir jeden Tag zusammen diesen Newsletter produzieren. Das heißt, ich schreibe so zwischen den Meetings und vor den Treffen und den Konferenzen und auch vor der Telefonkonferenz mit Mirko, setze ich mich, ich habe mein Handy da Gott sei Dank hingelegt, irgendwo hin, wenn mir was auffällt oder wenn ich was gelesen habe, was ich mag, und schreibe diese kleinen Textchen. Ich sage es deshalb, das war so ein schockierender Moment für mich, weil das ist etwas, was für mich persönlich, was ich auch nie gedacht hätte, ein unglaublicher Reiz ist, weil es das komplette Gegenteil ist von dem, was ich normalerweise mache. Also wir feilen ja eben mit Mirko und den anderen Designern immer manchmal wochenlang an einer Ausgabe und dann wird das Cover hin und her gedreht, wie das jetzt am besten ist. Und der Newsletter ist aber so, jeden Tag um 16.30 Uhr habe ich Redaktionsschluss und ich weiß, dass da ein Newsletter rausgeschickt wird. Und das hat was manchmal Stressiges, aber es hat manchmal auch was Befreiendes, weil man auch weiß, es wird jetzt rausgeschickt. Und wenn es von Boris nicht vorgelesen wird, wird es auch am nächsten Tag keinen mehr interessieren. Also auf eine Art machen wir hier eine Tageszeitung, natürlich in einem kleinen Newsletter-Format. Und das ist für mich aber ein großer Spaß, vor allem, weil man merkt, was ich nie gedacht hätte, was der Effekt ist, wenn man bei Menschen in der Mailbox landet. Ich hatte vor, als wir den Newsletter gestartet haben im letzten Jahr, habe ich auf einer Bühne in Hamburg zur langen Nacht der Zeit in Hamburg Lena Meyer-Landrut interviewt und habe sie gefragt, wie das eigentlich damals war, als sie den Grand Prix gewonnen hatte, den Eurovision Song Contest und dann in Hannover in ihrer Heimatstadt gelandet ist. Und damals wurde sie, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, vom damaligen Ministerpräsidenten Christian Wulff empfangen mit Deutschlandfahne und es wurde live übertragen im Fernsehen. Und dann sagte sie, ja, sie kann sich daran nicht mehr so richtig erinnern, nur so, so im Ungefähren. Und sie weiß auch gar nicht mehr, ob das eigentlich eine Erinnerung ist im Nachhinein oder ob sie sich wirklich erinnert. Und Christian Wulff hat ihr damals liebe Grüße von der Bundeskanzlerin ausgerichtet. Und dann sagte sie bei diesem Live-Gespräch, also Lena Meyer-Landrut, ja, das sei ja lustig, weil sie habe ja die Bundeskanzlerin nie kennengelernt. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie denn eine Frage an die Bundeskanzlerin hätte. Und dann sagte sie, nein, eine Frage habe ich nicht. Aber ich glaube, man kann sich mit der ganz normal 2 Minuten unterhalten. Das würde ich gerne mal tun. Und diese 3 Sätze habe ich dann am Montag danach in meinen Newsletter reingeschrieben. Und am Dienstagmorgen schickte mir Lena Meyer-Landrut eine E-Mail und bedankte sich und sagte, es sei ja schön gewesen am Samstag und habe ihr Spaß gemacht. Und sie leitete mir noch eine E-Mail weiter, die mich vielleicht interessieren würde. Und diese E-Mail, die sie mir weiterleitete, begann mit dem Satz, sehr geehrte Frau Meyer-Landrut, mein Name ist XYZ, ich arbeite im Referat der Bundeskanzlerin und lese gerade im Zeitmagazin Newsletter, Sie würden gerne mal Frau Merkel kennenlernen, wie können wir das einleiten?
Und es ist tatsächlich so gewesen. Also sie haben sich dann irgendwie ein paar Wochen später auch getroffen. Und das war eigentlich für mich so der Moment, als ich gemerkt habe, es ist wirklich absurd und deswegen machen wir das auch jeden Tag. Und ich werde auch über den Abend, den wir heute hier verbringen werden und auch schon verbracht haben, auch im morgigen Newsletter natürlich berichten. Ich weiß noch nicht, wie der Abend ausgeht. Ich weiß nicht, wie ich am Ende des Abends dastehen werde. Especially our friends from London, Stephen, die haben schon gesagt, es wird ein langer Abend hier werden. Also entweder sehen Sie mich so oder so oder so, wie auch immer, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend hier in München. Vielen Dank. Danke. Das Schöne ist ja, dass wir quasi jetzt noch ein Double Feature haben, und zwar ein Double Feature. Leute, jetzt kriegen die Leute wirklich Angst. Nein, nein, es geht nicht in die, ein Double Feature vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Weil letztes Jahr war Lorenz hier von Tagesspiegel. Lorenz Marold, ja. Lorenz Marold vom Tagesspiegel und hat mit Kathi Krause ein Gespräch hier geführt, wo es auch eben um seinen Newsletter ging, der ja nun speziell Berlin-Themen hat. Aber man muss dazu sagen, Lorenz ist für mich der besondere Held, weil Lorenz schreibt diesen Newsletter, glaube ich, nachts. Der schreibt ihn nachts, ja. Und das ist einer der schönen Momente an unserem Newsletter. Der ist am Tag, um 17 Uhr ist der raus. Genau. Also ich weiß nicht, ob ich das durchhalten würde, was Lorenz durchhält. Ja, also er hat ja auch tiefe Ringe unter den Augen. Jedenfalls, was mich daran besonders interessiert hat, ist, dass dies neben ganz vielen inhaltlichen Dingen und auch in einem sehr, sehr persönlichen Stil, der wunderbar merkbar ist, wenn er ihn nicht persönlich schreibt, sondern jemand anders, dass das auch ein echtes Marketinginstrument ist. Wie ist das bei euch? Ich glaube schon, ja. Also tatsächlich ist es ja so, wir verlinken ja also Inhalte auf Texte, auf Geschichten von anderen Medien, aber auch auf unsere eigenen. Und da merken wir schon, dass daraufhin Leute dann auf die Seite gehen und das lesen und natürlich auch mitbekommen, was wir so machen jeden Tag. Mhm. Also das, was Mirko vorhin so schön erzählt hat mit dieser Telefonkonferenz am Montag um 16.30 Uhr, das ist ja für uns so ein banaler Alltag, aber man kann sich das, glaube ich, von außen überhaupt nicht vorstellen. Und beim Newsletter ist es eben auch so, dass wir immer wieder mal so einen Blick hinter die Kulissen uns erlauben, weil der Ton ja auch so ist. Also ich schreibe auch ein bisschen anders, als ich normalerweise bei Artikeln schreibe. Wobei ich jetzt gemerkt habe, als ich die Geschichte, ich habe eine Titelgeschichte geschrieben, die nächste Woche erscheint. Und dann habe ich beim Schreiben, die habe ich jetzt Anfang dieser Woche geschrieben, plötzlich gemerkt, dass ich so einen Newsletter-Ton plötzlich hatte. Und ich jetzt gar nicht weiß, ob das schlecht ist oder gut ist. Aber ich merke auch, dass das für einen selbst, weil ich einfach jetzt jeden Tag schreibe, das tut einem gut. Also das, was Mirko auch meint mit Ideen, dass man die Ideen praktisch jeden Tag produziert und rausschickt, ob das jetzt jede Woche ist oder jeden Tag, das ist eigentlich eine Befreiung. Hm. Also das ist eigentlich gut, weil man auch weiß, okay, die nächste Idee, morgen kommt eine neue Idee, kommt ein neuer Tag, kommt ein neuer Newsletter. Das ist echt große Hoffnung, denn morgen machen wir mit der Konferenz weiter. Ganz, ganz lieben Dank. Danke, Boris. Christoph. Ja, es ist heute ein bisschen später geworden, als wir es ursprünglich geplant haben. Das können wir ziemlich zuverlässig. Also das ist eine Form von anderer Zuverlässigkeit. Vielleicht schaffen wir es morgen ein bisschen mehr in Zeit. Ich möchte noch um eines bitten.